die Pfeile aus dem Badezimmer in den Stuhl zu packen, damit die Mikrowelle nicht mehr funktioniert, um ein Funksignal senden zu können. Oder empfangen zu können, wie auch immer. Ne, wir wollen ja eins empfangen, ne? Was ist denn nun Hallo? noch? Immer noch kein Empfang. Mein Zeitfunkgerät. Okay. Solange die Zeitfunkantenne an Oggis Hubschrauber stabil steht, kann ich damit durch die Zeit funken. Dann red nochmal mit Oggi. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Wie verstärke ich Hallo, die Sendeleistung? Oh, hey, na? Was kann ich für dich tun, Faye? Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und, ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Bis später. Yeah. Jetzt nimm mal das Kabel. Verbinden. Bis später. Jojo. Das reicht bestimmt nicht, oder? Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander zu verbinden. Ja, mit dem Geländer zum Beispiel. Naja. Ist das jetzt hiermit verbunden, oder? Na gut, ich guck mal einfach. Funk mal. Hallo? Hast du vielleicht noch ein Kabel? Immer noch kein Empfang. Das müsste doch jetzt eigentlich. Da können wir auch nicht mehr viel dran machen, ne? Jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Kabel. Oder Geländer unten. Eine Metallrampe. Genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Guck dir mal an. Theoretisch müssten wir doch nur. Die hat sich ja guten Moment, Empfang. Warte. Hat Orgi vielleicht noch einen? Was hängt hier eigentlich raus? Da ist eine Kiste. Moment, schau doch mal in die Kiste rein. Wir müssten ja theoretisch jetzt nur das Geländer noch mit der Antenne verbinden. Das Kabel drin war klar. Nimm mal das Kabel, verbinde das mal mit dem Geländer. Und das andere Ende. Machst du dann die Antenne ran? Ah ja, guck mal. So. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, also irgendwann ist dann auch mal Schluss. Jetzt muss es klappen. Achtung, Achtung! Hier spricht Funker Faye. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Faye. Sadi? So. Es freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, doch. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Ach was? Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Und unsere uneingeschränkte Unterstützung ist ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich. Jetzt geht's aber los. Hier rein. Schnell. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge. Sind die Investoren überzeugt? Ha, sie sind sogar begeistert. Gut,
Ja, ein Problem weniger. Was aber ist jetzt passiert? Zu wie war die Untersuchung beim Arzt? Wie war die Untersuchung beim Arzt? Nervtötend. Aber alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es was gut. Was ist passiert? Das ist schön. Sie sind ja völlig außer Atem. Was ist passiert? Ich habe einen Anruf von Delvin erhalten. Und? Die Verbindung war leider furchtbar, aber ich glaube, er wollte uns warnen. Jemand plant einen Anschlag auf die Bohrinsel. Sind Sie da sicher? Nicht hundertprozentig, es klang aber so. Hat er sonst noch was gesagt? Nein. Nein, haben das war Sie sonst alles. Noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Haben Sie sonst noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Wieso? Von wem denn? Von Salvador? Ach so, nein. Ich habe nur von Delvin etwas gehört. Und wie gesagt, auch nur Sie sehr kurz. Auch nichts? Verheimlichen Sie mir auch nichts? Nein. Wieso? Ach, vergessen Sie's. Das muss die Nähe von diesem Indes sein. Ich wittere schon überall eine Verschwörung. Naja, man kann ja nie wissen. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Jemand hat versucht, die Präsentation zu manipulieren. Was? Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber man hat alles daran gesetzt, dass der Generator bei der Vorführung nicht optimal funktioniert. Auch die Alge selbst war viel schwächer als normal. Aber trotzdem waren die Investoren überzeugt? Ja, war auch gar kein Problem. Ich habe einfach ein besseres Exemplar bringen lassen. Ich schlage nun vor, dass Sie versuchen, mehr über diesen Anschlag herauszufinden, während ich den Vorfall mit der Alge untersuche. Okay, klingt vernünftig. Sie verheimlichen mir wirklich nichts? Nein. Du? Nein. Okay. Gut, dann bis später. Ja, los! Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Oh oh. Nanu? Hä? Achso, das ist sein Sohn. Willkommen zurück, Bent. Hübsche Show, die du da veranstaltet hast. Ich hoffe, du hast da keine Erwartungen geweckt, die du später nicht erfüllen kannst. Hallo, Duwe. Nee, das hoffe ich auch. Reden wir mal mit Duwe. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Warum war die Alge vorhin so schwach? Bist du immer noch wütend auf mich? Was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Bis später. Warum war die Alge vorhin so schwach? Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Also nochmal, was stimmt mit der Alge nicht? Also nochmal, was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt, die Forschung ist schweineteuer und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Hallo? Nun sei mal nicht so. Ohne mich würdest du das Ganze hier auch wahrscheinlich gar nicht haben. Und die Forschung machst du wahrscheinlich auch nur, weil wir damit angefangen haben. Was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Bist du immer noch wütend auf mich? Ja, anscheinend ja schon. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war.
Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Es tut mir leid. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Okay. Trägst jetzt viel Verantwortung. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja, c'est la vie. So ist es nun mal. Bis später. Bis später. Na gut. Das war ein schönes Gespräch mit unserem Sohn. Tja. Was machen wir hier so? Ein Schrank. Schauen wir mal in den Schrank. Da ist nichts weiter. Keine verschlammten Akten, nichts. Nur was auf den ersten Blick schon zu sehen war. Keine verschlammten Akten? Oh, schade. Dann öffne mal die Tür. Bent, würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Hallo? Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Oha, das muss ja immer richtig gekracht haben zwischen den beiden. Wenn der Dube so drauf ist, ach, irgendwie müssen wir das doch wieder gut machen können. Aber wenn, dann erst in der nächsten Aufnahme. Also bis dann, auf Wiedersehen.